Jo, Felix, sag mal was zum Vlog. Geil, let's go. Let's go. Felix. Jo, Leute, willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Heute Bobber Trails mit Felix. Ja, und es gibt eine Sache dazu zu sagen. Ja, ich habe mir ein neues Fahrrad zugelegt. Moment. Ja, so kann man es erkennen. Ja, ist ja später noch ein bisschen was dazu. Aber jetzt gehen wir erstmal fahren. Muss dazu sagen, XL29er, also das komplette Gegenteil, was ich vorher gefahren bin. Richtig auf Enduro, aber ich habe Bock drauf und Bobber Trails ist, glaube ich, die beste Art, das Ding mal zu testen und sich da drauf ein bisschen einzufahren. Ja, ich würde sagen, let's go, viel Spaß beim Video. So, wir fahren jetzt Tunnel. Felix, gib mal eine Faust. Neues Fahrrad, aber immer noch die ranzigen MTN-Handschuhe. Ja, rennt auf jeden Fall ganz gut. Ich räume mal hinter dir her, okay? Ich mach aber erstmal einen ruhigen. Boah, trau ich mich gerade noch nicht. Schiss in der Box, Alter, ohne Witz. So, by the way, ich habe nichts eingestellt. Fahrwerk, Säck, gar nichts, Alter. Ich fahre einfach mal so, weil ich davon keine Ahnung habe. Dann muss ich noch unseren Fahrwerkexperten nach befragen. Ah, ich war wieder in den Busch, Digga. Ich glaube, ich muss hinten noch ein bisschen Luft rauslassen. Ja. Hat ja. Hast du hier direkt rechts oder was? Achso, das zu? Ja, ja, meine ich ja. Oh, ah, egal. Achtung! Achtung! Ah! Oh, Alter! Kann ich mal bremsen? Alles gut! Oh, Junge! Alles gut? Oh, fuck, meine Fitlock! Oh fuck, mein Fahrrad, Alter. Aua. Ah, mein Fuß. Ah, oh, fuck. Oh ne, bitte nicht die Bremsleitung direkt schon am Arsch. Ah ne. Oh. Kannst du mir mal helfen? Ja. Oh, Digga. Hast du? So da lang. Ich fahre eigentlich immer da lang. Ich dachte, du wärst, würdest entweder bremsen oder schneller fahren. Ja, dann hättest du mir früher Bescheid gesagt. Dann hätte ich das machen können. Ja, warte.
Aua, tsch, tut weh. Oh, tut der Finger weh. Aua, tsch. Oh. Ui. Na gut, Leute, ne? So schnell kann's gehen. Erstmal halbe Finger abgesemmelt, sag ich mal. So. Ja, noch ein paar Leute getroffen, die haben uns ein bisschen geholfen, ein bisschen verarztet. Hat ein Pflaster dabei, aber ich musste schalten und dabei ist das Pflaster schon wieder weggeflogen. Ja, jetzt gucken wir mal im Auto, ob wir da noch irgendwas haben. Ja, mal sehen. Fingernagel ein bisschen Frecke und darunter auch ein bisschen Frecke. Aber ich denke, das heilt sich wieder ein bisschen zusammen. Da muss man jetzt nicht groß irgendwie wohin. Deswegen, wir flicken das und dann gehen wir noch eine Runde Radfahren. Fahrrad auf jeden Fall schon mal eingeweiht mit einem schönen Satz in den Busch. Ja. Komm. Gib ihm. Ja, entspannt. Spannender Hase. Da oben. Wie war hier die Nummer? Sollte gehen. Jo. Also hier diese Abfahrt, ne, die ist so sketchy. Ja, mach ich auch. Glaube ich. Ist mir einfach zu nass heute. Ja. Hui. Das ist halt der Nachteil im Boppert, wenn es ein bisschen regnet, finde ich. Und ehrlich gesagt, ich muss mich heute nicht nochmal auf die Fresse legen, deswegen machen wir jetzt einen ruhigen. Ja, ich halte ein bisschen Abstand. Boah, Alter, Roll, wird das schnell mit den 29ern.
kann. Gut. Ja. So, wir sind jetzt aus Boppard wieder zurück im Keller. Ja, wir haben das Fahrrad jetzt mal gerade in den Montageständer zum Zeigen gehangen. Und dann sage ich noch, was dran so verbaut ist, weil ich fand das irgendwie ein bisschen scheiße, als wir das beim Fahren aufgenommen haben. Da sieht man das auch nicht so. Aber ja, da fangen wir mal an. Also Rahmen ist ein Roar Madonna V2 Rahmen mit dem 65er Umlenkschwinge, also für Leute über 90 Kilo. Ich habe auch noch die Umlenkschwinge für Leute unter 90 Kilo. Das hat einfach was mit dem Dämpferhub zu tun. Ja, XL, matt schwarz. Jo. Dann fahre ich als Gabel eine RockShox Lyric Ultimate in Rot mit der Charger 3. Kartusche müsste das, glaube ich, sein. Ja. Dann im Heck, also als Dämpfer, RockShox Super Deluxe Ultimate Coildämpfer mit progressiver Feder in Rot und mit einer 500er Federstärke. Ja, dann Antrieb ist eine Mischung aus SRAM XO und SRAM XX1. 12-fach Schaltwerk. Ja. Dann Stem 7 Pedale, nichts Besonderes. Ja, Laufräder ist eine Mischung aus Duke Felgenringen und Hope Pro 4 Narben. Ja, Reifen fahre ich momentan noch hinten Maxxis Aggressor. Und vorne Maxxis Assegai. Ja. Dann Cockpit ist auch noch Standard Sixpack Millennium Lenker und Trubertief Descenten Vorbau. Ja, Bremsen sind SRAM Code RSC. Ergon Griffe. Dann One-Up-Tool, was mir aber noch fehlt, wo ich nur die Kappe habe bisher. Ja, und dann haben wir noch eine RockShox Sattelschütze, RockShox Reverb Access Sattelschütze, so. Ja. Lenker fahre ich momentan noch auf 810 oder 20 mm, aber wird noch gekürzt und kommen auch noch ein paar andere Sachen dran. Ja, für die erste Fahrt fand ich, hat heute auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ist der komplette Unterschied zu dem, was ich jetzt vorher gefahren bin. Das Drive in M als Slop Duo, was noch da an der Decke hängt. Ja. Freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt nach 6 Jahren endlich mal ein neues Fahrrad wieder haben und mal was anderes fahren außer Canyon. Ja, ich habe richtig Bock und ich denke, die kommenden Videos mit dem Fahrrad werden auch richtig Spaß machen und ja, mal sehen, wo es uns hin verschlägt.